Wie gefährlich ist KI? No one seemed to realize where this was going. ChatGPT, Midjourney und Bing jetzt unsere Freunde oder wollen die Datenhack aus uns machen? Ich bin sowieso generell insgesamt überzeugt davon, dass wir als Menschheit nicht immer nur den Fortschritt anstreben sollten, sondern uns auch mal auf unsere Ursprünge zurückberufen sollten. Auch sowas wie Gottesfurcht und Spiritualität mit der Natur connecten und diese ganzen Geschichten einfach als Menschen nicht vergessen, weil wir kommen am Ende des Tages aus der Natur. Singularität, also quasi den Punkt, an dem die Menschheit die Intelligenz der Maschinen nicht mehr einholen kann. Natürlich kann Technologie und Entwicklung und Fortschritt auch was Gutes sein. Ich sag nicht, dass das insgesamt was Negatives ist so. Die Frage ist nur, wie wird damit umgegangen? Und wenn das Ding in falsche Hände gerät, dann kann damit sehr viel Unfug getrieben werden. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf Leon Love Vlog Highlights. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir gehen in die nächste Reaction rein. Und zwar heißt das Video, wie gefährlich ist KI? Na, wir gehen in die KI-Vibes rein. Ich bin sehr gespannt, was hier erzählt wird. Es geht unter anderem auch um ChatGPT, ne? GPT, oder? GPT, I don't know, bro. Auf jeden Fall um diesen Chatbot. Und wir werden jetzt sofort reingehen. Liebe geht raus an jeden Zuschauer hier auf Leon Love Vlog Highlights. Ich liebe euch. Wir lassen uns nicht lumpen und gehen jetzt sofort in das Video rein. Let's go. Guck mal hier, das ist ein offener Brief, den tausende Leute unterschrieben haben, die mit künstlicher Intelligenz oder allgemein mit Tech arbeiten. Unter anderem Apple-Mitgründer Steve Wozniak, Elon Musk und Emma. Wozniak, get out, man. Lustiger Name, ne? Mostak, einer der Macher vom Bildgenerierer Stable Diffusion. Ja, und da steht drin, dass das Risiko besteht, dass eine fortgeschrittene künstliche Intelligenz die Menschheit ersetzen wird. Und dass wir womöglich die Kontrolle über unsere Zivilisation verlieren. Habe ich auch schon von gehört. Ja, krass, dass sie das alles unterschrieben haben. Auf jeden Fall habe ich einen Ausschnitt mal gesehen gehabt. Den muss ich hier mal kurz einspielen. Habe ich mal einen Ausschnitt gesehen gehabt, wo Elon Musk auch schon vor längerer Zeit quasi davor gewarnt hat, ja? Warning everyone I could. You've met with Obama and just for one reason. Like, just to talk about AI. Yes. And what did he say? So what about Hillary? Worry about her first. Shh, everybody be quiet. No, he listened. He certainly listened. I met with Congress. I was at a meeting of all 50 governors and talked about just AI danger, and I talked to everyone I could. No one seemed to realize where this was going. Das ist krass. Da gibt's noch einen längeren Ausschnitt. Auf jeden Fall habe ich mir das reingezogen. Ist auf jeden Fall crazy. Wir gehen weiter rein ins Video. Es gab auf jeden Fall Leute, die versucht haben zu warnen. Bei Elon Musk bin ich mir immer noch nicht sicher. I don't know. Ich kann den Bruder nicht einschätzen. Aber dass da ein Risiko besteht bei dieser künstlichen Intelligenz, ist, glaube ich, jedem bewusst, oder? Okay. Und um das zu verhindern, fordern die Unterzeichneten, dass erstmal ein halbes Jahr Pause gemacht wird mit KI-Forschung. Wiederum andere Leute aus der Forschungscommunity sagen, dass das mit der Welteroberungs-KI totaler Hype-Blödsinn ist und dass wir uns mal besser um aktuelle KI-Probleme kümmern sollen. Ich meine, es gibt ja auch genug Filme, die schon das so prognostiziert haben damals, wie es denn zum Beispiel wäre, wenn wir eine künstliche Intelligenz hätten, die auch in Roboter einpflanzen würden und in Roboter, die teilweise aussehen wie Menschen. Und dann haben die sich irgendwann selbst gefüttert und sind irgendwann intelligenter als wir geworden und haben sich verselbstständigt quasi, so weißt du. Also diese Szenarien haben die uns ja schon gut drauf vorbereitet in Art von Filmen und so. Und wenn wirklich Leute, die mit diesen Themen krass zu tun haben, dann eine Petition bzw. einen offenen Brief auch geschrieben haben, dann ist das, glaube ich, schon eine Sache, die man sich bewusst machen sollte. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn du das Ding irgendwann so intelligent machst, dass sich der Shit auch irgendwann verselbstständigt, oder? Blödsinn ist und dass wir uns mal besser um aktuelle KI-Probleme kümmern sollten. Wie zum Beispiel, dass niemand weiß, mit welchem Material genau GPT-4 trainiert worden ist und ob das eigentlich okay ist, dass da in den Trainingsdaten, sagen wir mal, CT-Artikel drin sind. Also mich haben die jedenfalls nicht gefragt. Und wie wir damit umgehen, dass KI-Systeme jetzt schon Arbeitsplätze vernichten. Ach krass, die werden mit CT-Artikeln gefüttert und so? Crazy. Andere Leute sagen dagegen, wir steuern rosigen Zeiten entgegen. Niemand muss mehr arbeiten. Das machen die Maschinen bald für uns. Also wie ist das denn jetzt?
ChatGPT, Midjourney und Bing jetzt unsere Freunde oder wollen die Datenhack aus uns machen? Wir haben uns das mal genauer angeschaut. Bleibt dran. Liebe Hacker, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei CT3003. Habe ich noch nie gehört, den Kanal, aber scheint ein intelligenter Dude zu sein. Ein lustiger, entspannter Dude. Naja, AI kann uns ja schon auch helfen. Lass uns erstmal das Video gucken. Vielleicht kommt noch Senf von mir an der Stelle. Also, dieser offene Brief hier, der hat in den letzten Tagen ja ganz schön Wellen geschlagen. Die halbe Tech-Welt macht sich Sorgen um die Zukunft der Menschheit wegen der KI-Entwicklung. Das klingt ja gar nicht gut. Ja, nee. Konkret fordern die Unterzeichnenden, dass alle Entwicklungen von KI-Tools, die mächtiger sind als GPT-4, für 6 Monate auf Pause gelegt werden und dass man sich in der Zeit mal überlegen soll, wie man mit dieser technischen Entwicklung überhaupt umgehen soll. Finde ich definitiv keine verkehrte Sache, wenn man da nochmal sich zurückzieht, ein bisschen das Ding mal erstmal ein bisschen auf Eis legt und dann sich wirklich Gedanken darüber macht, was eventuell damit passieren könnte. So, weißt du? Weil Leute sagen, ja, das kann ja auch was Gutes sein und dies, das, bla, bla, bla. Aber so rutscht man, so ist es ja in den Filmen auch, so rutscht man dann langsam in diese Scheiße rein und dann irgendwann macht das Ding sich selbstständig und du weißt nicht mehr, wie du das überhaupt noch kontrollieren sollst. So, weißt du? Und das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall für gut halten würde, wenn man da nochmal einen Schritt zurück macht. Ich bin sowieso generell insgesamt überzeugt davon, dass wir als Menschheit nicht immer nur den Fortschritt anstreben sollten, sondern uns auch mal auf unsere Ursprünge zurückberufen sollten. Auch sowas wie Gottesfurcht und Spiritualität und mit der Natur connecten und diese ganzen Geschichten einfach als Menschen nicht vergessen, weil wir kommen am Ende des Tages aus der Natur und deswegen bin ich persönlich auch gegenüber dieser ganzen Transhumanismus-Geschichte und so auch sehr skeptisch gegenüber eingestellt, weil ich einfach nicht davon überzeugt bin, dass wenn wir alle einen Chip ins Gehirn reinbekommen, dass damit gute Sachen angestellt werden, sondern dass das dann genauso genutzt wird, um uns auch wieder zu kontrollieren und uns von unserem eigentlichen Menschsein und von da, wo wir herkommen, zu trennen. Als soll auch die Politik regulieren. Der Brief malt heftigste Schreckensszenarien, also komplett mit Maschinen, die uns ersetzen und sogar von einem Verlust unserer Zivilisation ist da die Rede. Für diese spezielle Denkschule gibt es schon einen Namen, nämlich X-Risk, weil es hier um existenzielles Risiko geht. Kurz gesagt gehen die X-Risk-Verfechter davon aus, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, an dem sich intelligente Systeme selbst verbessern können und es dann so eine Intelligenzexplosion gibt, weil Maschinen eben deutlich schneller arbeiten können als Menschen. Also von der Erfindung des Rads bis zum ersten Computer hat es halt mindestens 4000 Jahre gedauert und die potenzielle KI angeblich Intelligenzexplosion dagegen dauert womöglich nur ein paar Taktzyklen. Und dann, ja, haben wir die Singularität, also quasi den Punkt, an dem die Menschheit die Intelligenz der Maschinen nicht mehr einholen kann. Aber die große Frage ist auch, muss eine superintelligente KI zwingend gefährlich sein? Muss die eine Agenda haben und einen Selbsterhaltungstrieb? Kann das womöglich sein, dass diese KI-Untergangsverfechter womöglich ihre eigenen alpha-männlichen Egos auf Maschinen projizieren? Obwohl Maschinen ja gar kein Ego haben und auch gar kein Testosteron. Und was halt das Problem bei der Sache ist, wer hat diese Technologien in der Hand? Das ist doch immer die Sache so. Und wenn wieder die Regierungen, wie sie es bei vielen Sachen auch tun, das nutzen, um uns Menschen zu schaden, was sie auch schon in der Vergangenheit mit anderen Tools oft gemacht haben, dann ist es halt einfach nichts Gutes. Weißt du, wie ich meine? So, da muss man halt auch vor aufpassen. Natürlich kann Technologie und Entwicklung und Fortschritt auch was Gutes sein. Ich sage nicht, dass es insgesamt was Negatives ist so. Die Frage ist nur, wie wird damit umgegangen? Und wenn das Ding in falsche Hände gerät, dann kann damit sehr viel Unfug getrieben werden mit uns, normalen Menschen, die nicht wirklich zu sagen haben, was passiert und was nicht passiert, sondern alles immer nur so hinnehmen müssen, wie es ist. Weißt du? Eigentlich rational handeln sollten. Naja, bei solchen offenen Briefen muss man sich neben dem Inhalt sowieso auch immer genau anschauen, wer unterschreibt das eigentlich? Und dass Elon Musk als prominentes Zugpferd ganz vorne bei den Unterzeichnern steht, habe ich ja gerade schon erzählt. Und eben dieser Elon Musk hat OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, 2015 sogar mitgegründet. 2018 wollte er sie ganz übernehmen, es hat aber nicht. Das ist das Thema, warum ich auch bei Elon Musk irgendwie skeptisch bin, auch mit seinen Chips, die er da baut. Wie heißen die Dinger? Neuralink, die man dann ins Gehirn reinbekommt und so. Der spielt auf zwei Hochzeiten, der Bruder.
klappt. Und dann hat er die Firma komplett verlassen. Also gut möglich, dass Musk, der ja für sein rationales Handeln bekannt ist, da auch einfach ein bisschen mit verletztem Stolz zu kämpfen hat. Und auch ein weiterer Unterzeichner, der Historiker Yuval Noah Harari, der... Oh nee, Digga, Yuval Harari, Digga. Yuval Noah hat er den genannt eben. Das ist doch Yuval, oder? Bro, den Bruder, der Bruder ist creepy. Obwohl ich da auch... Haben wir ja in diesem Interview, wir haben uns ein komplettes Interview von ihm reingezogen, im Schweizer Fernsehen war das gewesen damals. Und dann hat er die ganze Zeit davon erzählt, wie er sieht die Zukunft, wie die Zukunft laufen soll, bla bla bla, und dass wir irgendwann Roboter anbeten, dass Gott ausgetauscht wird, dass unser eigenes Verständnis und unsere Intelligenz eigentlich dann nicht mehr nötig ist, weil wir für alles Algorithmen haben, die uns vorgeben, was wir zu lesen haben, welche Musik wir zu hören haben. Und diese ganzen Geschichten. Aber am Ende dann gesagt, dass er regelmäßig irgendwie Stunden am Tag meditiert, mit seinem Hund spazieren geht und so. Also ist auch so eine Sache. Weißt du, diese Menschen. Man kann die halt echt schwierig durchleuchten, weil der ist ja auch Best Buddies mit Klaus Schwab etc. Also es ist crazy. Ja, in seinen millionenfach verkauften Büchern schon öfter so ein bisschen Weltuntergang prophezeit. Das kann man vielleicht sogar als seinen Markenkern bezeichnen. Er verdient Geld mit solchen Doomsday-Gedanken. Also er profitiert... Ah, der heißt Yuval Noah Harari. Sozusagen wirtschaftlich direkt von dem offenen Brief. Und das ist auch noch eine These, die im Raum steht, dass dieses Sprechen über die Gefahr einer super schlauen und super gefährlichen KI letztendlich den KI-Hype nicht kleiner macht, sondern im Gegenteil größer. Schließlich ist das ja vermutlich für die meisten Leute ziemlich aufregend, mit so einer allmächtigen KI arbeiten zu können. So, ChatGPT löst meine Matheaufgaben, könnte aber auch die ganze Welt übernehmen. Also ich kann das total verstehen. Ich finde das sowieso technisch super faszinierend, und wenn da dann auch noch so KI-Science-Fiction drin steckt, klar, da will man mit rumspielen. Das ist ein Produkt, was ich haben will, klar. Sam Altman, der Chef. Weiß nicht, ich bin da anders eingestellt, so vom Feeling her. Man denkt sich mal so, krass, ist ja heftig und so, dies, das, bla, aber ich will mich mit dieser, ich weiß nicht, ich halte mich da echt auch zurück, was diese ganze Entwicklung angeht. Ich bin noch nie so richtig aktiv auf TikTok gewesen, hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber alles, was neu irgendwie kommt, weiß ich nicht, Digga. Ich versuche mich mehr zu disconnecten von diesen ganzen Geschichten. Auch alleine schon Handy, Social Media, zu viel da abzuhängen. Weißt du, ich mache mittlerweile wirklich meine Routine morgens, mein Frühstück und alles, versuche ich alles zu machen. Nicht versuche ich, sondern mache ich, ohne irgendwie mein Laptop anzumachen, mein Handy anzumachen, auf Social Media stattzufinden. Weil auch das Handy schon eigentlich ähnlich ist. Irgendwann haben wir das Ding halt einfach nur noch in unserer Haut drin, in unserem Fleisch drin. Aber am Ende des Tages haben wir hier schon eine krasse Intelligenz. Also hier ist schon so, wir sind auch alle sehr krass verbunden mit dem Gerät und können uns ein Leben ohne dieses Gerät gar nicht mehr vorstellen. Und das alleine ist schon beängstigend. Deswegen will ich auch nicht unbedingt da weitermachen, weißt du, wie ich meine? Und mir immer abgefahrenere Sachen reinziehen. Sondern im Gegenteil, ich genieße es mittlerweile, ich versuche mehr, mich wieder zurückzuentwickeln, was das ganze Thema angeht, und mehr mich wieder wohl in der Natur zu fühlen, ohne da eine Story zu machen, ohne das mit allen Menschen zu teilen, ohne mein Handy bei mir zu haben, sondern einfach nur mit mir und der Natur und mit den Tieren zu sein, so, weißt du? OpenAI, also die ChatGPT und GPT-4 machen, hat den Brief zwar nicht unterschrieben, spricht aber auch ständig davon, wie gefährlich seine Technik ist. Das könnte man im ersten Moment für kontraproduktiv halten, ist letztendlich aber ziemlich schlaues Marketing, weil man natürlich auch mehr Aufmerksamkeit bekommt, wenn man behauptet, man hätte ein potenzielles Skynet erfunden, als wenn man sagt, oh, ich habe da so ein System erfunden, was Texteingaben ergänzt. Ich will aber jetzt auch nicht behaupten, dass es allen Unterzeichnenden gar nicht um die Sache selbst geht. Es gibt da sicherlich Leute, die sich ganz ernsthaft Sorgen machen. Aber ich finde, man muss auch unterscheiden, um welche Gefahren es da überhaupt konkret geht. Also diese existenzielle Gefahr mit der KI, die die Welt übernimmt, ja, da sind wir vermutlich noch nicht. In großen Sprachmodellen. Da sind wir noch sind wir nicht da, Bro. Auf keinen Fall bin ich bei dir. Aber wie du ja selber gesagt hast, die Entwicklung geht so faszinierend schnell, dass man ganz schnell da reinrutschen kann, ohne dass man es hat kommen sehen. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja die Gefahr bei der Sache. Das kann so passieren. So. Wie GPT-4 blitzt
womöglich manchmal sowas wie AGI, also Artificial General Intelligence auf, also künstliche allgemeine Intelligenz, sprich die gleichen intellektuellen Fähigkeiten wie ein Mensch. Es gibt aber auch eine, ich nenne sie mal Killed den Hype-Fraktion, die sagt, dass das alles null mit Intelligenz zu tun hat, sondern nur mit stochastischen Papageien, die statistisch ausrechnen, welches Wort als nächstes kommt. Zum Beispiel die Computerlinguistin Emily Bender. Sie ist eine der Wissenschaftlerinnen, die den Begriff stochastischer Papagei überhaupt erst erfunden haben. Und ja, die Funktionsweise von solchen großen Sprachmodellen ist tatsächlich so. Nur gibt es halt auch immer wieder Stimmen, die sagen, dass die Systeme Fähigkeiten an den Tag legen, die sie eigentlich aus dem Trainingsmaterial nicht hätten entnehmen können. Das ist halt wild. Dass sie sagen können, wie man ein Einhorn zeichnet, obwohl die Software nie irgendein Bild gesehen hat. Also was? What the fuck, bro? Ob irgendein Bild, geschweige denn vom Einhorn. Ist das jetzt Rosinenpickerei? Ist das wirklich Intelligenz? Man muss auch ganz klar sagen, die Forscher. Einhorn, den Man, was hat der da? Der hat da den Nintendo-Controller in der Hand, ja? Versteht einfach vieles auch noch nicht, was so große Sprachmodelle intern so treiben. In der Beschreibung habe ich übrigens mehrere Quellen und Paper zu dem Thema verlinkt. Aber eigentlich ist es sowieso müßig, darüber. Was hat der mit dem Nintendo-Controller gemacht, Bro? Habt ihr das gesehen, Bro? Der hat den Nintendo-Controller in der Hand gehabt, ja? Cool. Das ist Nintendo. Ich sehe das doch. Thema verlinkt. Aber eigentlich ist es sowieso müßig, darüber zu diskutieren, ob solche Sprachmodelle nun doof sind oder schlau. Wichtig ist nur, Produkte wie ChatGPT, Midjourney und Stable Diffusion werden heute schon von Millionen Leuten eingesetzt und verändern also heute schon die Welt. Statt Illustratoren zu bezahlen, lassen sich zum Beispiel Unternehmen ihre Grafiken mit Software generieren oder Coder lassen Dinge in Sekundenschnelle von ChatGPT programmieren, was sonst crazy oder Tage dauern würde. Das hätte mir mein Leben so vereinfacht. Ich habe ja damals ein Semester Wirtschaftsinformatik studiert, da mussten wir auch Programmiersprache lernen und so. Brauchst ja gar nichts mehr zu lernen heutzutage. Einfach rein ChatGPT, programmier mir das und das Programm, fertig. Das heißt, KI spart Zeit und dadurch gehen womöglich Arbeits... Ist halt ein Tech-Kanal. Ah jo. Tech-Kanal muss man grundsätzlich mit einem Super Nintendo-Controller in der Hand darum sitzen, wa? Geil. Verloren. OpenAI hat dazu übrigens auch eine Studie veröffentlicht, zusammen mit der University of Pennsylvania. Und die Studie soll zeigen, wie viele Arbeitsplätze durch Large Language Models in Gefahr sind. Das Ergebnis, bei 19% der Arbeitsplätze könnten mindestens die Hälfte der Aufgaben von einer KI übernommen werden. Aber man kann das natürlich auch alles viel optimistischer sehen. Also künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass Menschen weniger tun müssen, um die gleiche Arbeit zu verrichten. Also mehr Wertschöpfung aus weniger Arbeit. Und das könnte ja mehr Wohlstand für alle bedeuten. Ja, das sieht man ja. Bro, da hat er genau den gegenteiligen Punkt gemacht, der eigentlich stattfindet. Wir haben uns letztens ein Video über die sinnlose 5-Tage-Woche oder die, weiß nicht, wie das genau hieß, das Video, will ich auch noch demnächst fertig machen. Da hat man ja festgestellt, dass wir in Deutschland einer von den Ländern sind, die am meisten Roboter schon verwenden in der Industrie. Ne? Wir verwenden am meisten Roboter. Das sollte eigentlich heißen, dass wir mehr Wertschöpfung bekommen, dadurch auch die Gehälter sich steigern, dadurch auch Menschen weniger arbeiten müssen etc. Aber das Gegenteil ist der Fall. Menschen arbeiten immer mehr, obwohl eigentlich mehr generiert wird mit derselben Arbeitskraft und kriegen immer weniger Geld und haben immer weniger Freizeit, Bro. Also die Entwicklung, die technische Entwicklung und dass die Industrie so fortgeschritten ist, in Anführungszeichen, ist 0% bei dem Endkonsumenten bzw. bei dem Arbeiter angekommen. Keiner verdient mehr Geld, keiner hat mehr Freizeit. So, die einzigen, die davon profitieren, sind die Leute, die eh schon die Millionen hatten und die eh schon reich sind und da oben sitzen. Weißt du, wie ich meine? Und das wird mit dieser Entwicklung genauso sein, wenn wir irgendwann eine künstliche Intelligenz haben, die sehr viele Sachen übernimmt. Dann wird es nicht bei uns ankommen. Wir werden nicht davon profitieren. Das kann ich euch aber sicher sagen. Ja, könnte, ne? Aber schon die Digitalisierung in den letzten 30 Jahren hat ja... Okay, er sagt das Gleiche jetzt. ...für krasse Effizienzsteigerungen gesorgt, aber profitiert haben davon vor allem die sowieso schon mehr Kapital hatten... So. Diejenigen, die eigentliche Arbeit machen. Das ist jetzt keine linke Propaganda oder so, sondern das lässt sich ganz objektiv nachweisen. Hier, das ist der Gini-Index. 0 bedeutet komplette Gleichverteilung.
Genie den Man fühle ich. 100 komplette Ungleichverteilung. Der ist in den letzten Jahrzehnten einfach immer mehr gestiegen. Hier seht ihr die Graphen für Deutschland und für die USA. Statt uns also ausschließlich mit irgendwelchen, die KIs werden uns alle töten, Zukunftsszenarien auseinanderzusetzen, sollten wir besser mal aufs Heute gucken. Das ist übrigens auch eine Lesart des offenen KI-Briefs. Wird da womöglich so ein böses Weltuntergangsszenario entworfen, um von den aktuellen, echten KI-Problemen abzulenken? Denn, wie gesagt, es gäbe da ja einiges mehr, über das man mal nachdenken könnte. Also nicht nur über die erwähnten potenziell verschwindenden Arbeitsplätze. Aber ist doch dann egal, wie man darüber nachdenkt, wichtig, dass man darüber nachdenkt und vielleicht erstmal einen Stopp macht, oder? Sondern auch darüber, wie KI-Unternehmen ihre Produkte mit menschgemachten Werken wie Bildern, Texten, Büchern füttern, damit viel Geld verdienen, ohne die Urheber überhaupt zu bezahlen. Oder auch darüber, was eigentlich passiert, wenn zum Beispiel Bilder quasi nur noch Remixes von vorhandenen Bildern sind, weil es sich nicht mehr lohnt, aufwendige Fotoproduktionen zu machen, weil man ja ganz leicht super professionell aussehende Fotos generieren lassen kann. Aber entsteht dann irgendwann gar nichts Neues mehr? Das wird einfach, wir werden entmenschlicht mit dieser ganzen Geschichte, weißt du? Irgendwann haben wir für alles einen Algorithmus. Der Yuval Harari hat ja in seinem Interview auch gesagt, dass sogar Kunst irgendwann von Algorithmen gemacht werden soll. So wie er das jetzt auch gesagt hat, Fotos, aber auch zum Beispiel komponieren, weißt du? Klassische Stücke komponieren, Musiktexte schreiben, was auch immer, weißt du, Melodien vorgeben und so. Aber ich sag dir ehrlich, wenn das irgendwann alles eine künstliche Intelligenz macht, ich bin überzeugt davon, dass die Seele auch immer noch einen Wert hat, weißt du? Und dass die Seele von einem Artist, von einem Künstler, der zum Beispiel ein Bild malt oder einen Song komponiert oder einen Song einsingt, dass da seine Seele mit reingeht und dass das auch bei den Menschen, die das sich dann anhören, ankommt. So. Und wenn alles nur noch aus Algorithmen besteht und wir keine seelischen Connections mehr haben oder Vibes, Energien von echten Menschen mehr irgendwie uns reinziehen und so, dann ist einfach nicht mehr das Leben, was ich mir vorstelle, sondern sind wir weg von dem Menschsein. Und es gibt schon so viele Sachen, die uns disconnecten, dass wir in hohen Gebäuden leben, dass wir nicht mehr barfuß draußen rumlaufen. Das disconnectet uns ja alle schon, dass wir 24 Stunden am Handy abhängen, dass wir uns immer was reinziehen müssen. Und ich glaube, umso mehr Disconnection kommt, umso schwieriger wird es einfach, noch ein richtiger, echter, normaler Mensch zu sein und nicht irgendein Halbroboter, so, weißt du? Wir dann nur altes Zeugs von KIs immer wieder neu zusammenrühren? Also hat quasi jetzt die Kultur aufgehört? Ja, und was ist eigentlich mit der Wahrheit, wenn niemand mehr Fakes von echten Bildern unterscheiden kann? Und wird es personalisierte Fake News geben vielleicht, mit denen sich Menschen zielgenau manipulieren lassen? Das sind Sachen, über die wir diskutieren sollten. Und dann vielleicht später irgendwann mal über die KI-Weltherrschaft. Oder? Wie seht ihr das? Tschüss. Aber gut zusammengefasstes Video, würde ich sagen, an der Stelle, oder? Nicht schlecht. Ich küsse dein Herz. Bisschen Senf reingegeben und so. War interessant. Senf für den Man, Vishu. Dieses Halb-Roboter-Ding ist das Problem. Klar nimmt man das Handy einen auch ein, aber das kann man auch weglegen, wenn es an unseren Körper geht, rechts. Ja, ist safe. Wenn du das Ding irgendwann in dir selbst eingebaut hast, ja, dann gibt es keine Ruhe mehr. So, dann bist du nonstop online. Da gibt es auch beim Schlafen keinen Flugmodus mehr. Da gibt es auch den Lovelock, der morgens erstmal seine Routine macht und danach das Handy einschaltet, gibt es auch nicht mehr, weil es dann alles in dir drin ist. Und ich werde den Teufel tun, egal ob ich dann nicht mit der Entwicklung mitgehe oder nicht, oder dass ich mir irgendein Chip oder irgendein Endgerät oder irgendein, was weiß ich, Bankkonto, dass ich mir da irgendwas in den Körper reinjagen werde, genauso wenig, wie ich mir irgendeine Impfung reinjagen werde, wo die Leute sagen, ja, das musst du jetzt machen, weil das ist solidarisch und dann musst du noch eine machen und noch eine und noch eine und noch eine, weil Solidarität so, das ist es einfach nicht. Und dann kommt raus, dass es eigentlich eine Genmanipulation war und im Nachhinein noch sehr viele Schäden entstehen können. So, deswegen seid vorsichtig mit dieser ganzen Geschichte. Ich bin mir aber sicher einfach, dass hier auch die meisten Leute im Chat da auch meiner Meinung sind und hoffentlich den Shit in Zukunft nicht mitmachen. Ich glaube, hier Execute Bunny ist auf jeden Fall sehr auf dieser KI-AI-Geschichte unterwegs. Ich sage dir, sei vorsichtig mit dieser ganzen Geschichte. Wenn es dahin geht, dass die sagen, wir wollen dir jetzt einen Chip reinpflanzen, tu es nicht.